Ein gesegnetes und friedliches Weihnachtsfest, das wünsche ich Ihnen. Das wünschen wir Ihnen als Lippische Landeskirche. Gott hat sich auf den Weg gemacht zu uns, wenn das keine gute Nachricht ist. Reich beschenkt sind wir. Gott beschenkt uns mit seiner Liebe. Das Kind in der Krippe ist Ausdruck dieser Liebe. Gott kommt zur Welt als kleines Kind, macht sich verletzlich in seiner Liebe. Kinder stehen in diesem Jahr auch im Mittelpunkt von Brot für die Welt. Und das ist gerade in diesem Jahr bitter nötig. Kinder leiden oft ganz besonders unter den direkten und indirekten Folgen der Pandemie, die wir gegenwärtig erleben. Kinder leiden darunter hier bei uns in Deutschland, in Lippe, aber noch weit mehr tun sie es im globalen Süden. In einigen Ländern gehen Kinder schon seit Monaten nicht mehr zur Schule. Sie leiden unter Quarantäne. Nicht selten kommt häusliche Gewalt dazu und oft große wirtschaftliche Not. Für manche Kinder ist sogar der Hunger zurückgekehrt. Die Eltern haben ihr Einkommen aufgrund der Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Pandemie verloren. Und so müssen die Kinder zum Lebensunterhalt der Familien beitragen, noch mehr als vor der Pandemie. Sie arbeiten auf Zuckerrohrplantagen, sammeln Müll, verkaufen Waren auf Märkten. Da bleibt für den Schulbesuch kaum Zeit. Unter dem Motto Kindern Zukunft schenken unterstützt die diesjährige Aktion Brot für die Welt Projekte, die das Leben der Kinder verbessern helfen. Da werden Mahlzeiten bereitgestellt, Schulmaterial gekauft und Straßenschulen gefördert. Familien werden dabei unterstützt, ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern, damit Kinderarbeit nicht mehr nötig, der Schulbesuch aber möglich wird. Zudem macht sich Brot für die Welt stark für die Kinderrechte. Mit der 62. Aktion von Brot für die Welt setzen wir uns ein für die Zukunft der Kinder. Gott wird ein Kind, um uns Liebe zu schenken. Geben wir weiter von dieser Liebe. Zu Heiligabend ist deshalb die Kollekte in all unseren Gottesdiensten immer für Brot für die Welt bestimmt. Aber natürlich können Sie auch direkt an Brot für die Welt spenden. So oder so, helfen Sie bitte mit, dass Kindern Zukunft eröffnet wird. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest.